Wir wurden angegriffen. Oh mein Gott, wer? Von wem? Bleib stehen! Bleib da stehen oder wir zünden TNT hier! Moini, meine lieben Freunde, und willkommen zurück in Minecraft Hell. Ich bin hier bei den Paulberger Rittern wieder, wo ich jetzt neuerdings jetzt auch Mitglied bin. Ich bin hochoffiziell jetzt Mitglied bei den Paulberger Rittern und bin hier gerade in deren Base. Beziehungsweise hatte ich heute vor, mal ein bisschen meinen Schlafsaal ein bisschen abzugraden. Weil ich meine, das hier, das sieht jetzt nicht so nice aus. Aber wir können das auf jeden Fall viel, viel... Wasserrohrbruch! Viel, viel nicer können wir das hier machen. Das Ding ist, wir können jetzt nicht so weit in die Breite bauen, ne? Weil jeder Schlafsaal ist 5 Blöcke breit. Und wenn wir weiter nach links bauen, dann würden wir uns ja jetzt bei MBK zum Beispiel rüberbauen. Das geht natürlich nicht. Das bedeutet, wir haben einen relativ schmalen Raum. Aber wenn wir in die Höhe bauen, ist das, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. Beziehungsweise sieht designtechnisch dann, glaube ich, ganz cool aus. Leider haben wir ein bisschen Wasserschaden, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, Leute. Ich habe schon, glaube ich, eine ungefähre Idee, was ich so für einen Schlafsaal bauen will. Aber auf jeden Fall will ich den so ein bisschen fancy machen, will den mir hier so fancy hier gestalten und hab da richtig Bock zu, Leute. Und Leute, ich muss euch was erzählen. Und zwar, mir ist heute leider ein Missgeschick passiert, Leute. Und zwar, ich war hier auf dem Server und hab meine ganzen Spawner übrigens, das kann ich euch auch mal zeigen. Bum, 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 bum. Ich habe meine ganzen Spawner hier umgezogen. Also ich bin eigentlich komplett hier umgezogen. Ich habe ein paar Sachen hier reingelegt. Ich habe ein paar Sachen irgendwo anders reingelegt. Also die wichtigsten Sachen habe ich mitgenommen. Und dann habe ich hier, Leute, so, zack, meine Spawner hingestellt, weil ich nicht so genau weiß, wo die hin sollen eigentlich. Da muss ich nochmal mit MBK oder IT reden, damit die Spawner dann auch in den richtigen Raum kommen. So, die anderen Spawner kann ich natürlich auch noch besorgen, weil dann haben wir so viele Spawner. Dann haben wir, glaube ich, vielleicht 10 Spawner oder sowas, was mega viel wäre. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich diesen ganzen Umzug gemacht, natürlich off-camera, weil ich bin einfach nur die ganze Zeit von links nach rechts gelaufen. Aber dann auf einmal hat Fivey einen Vogel beobachtet und ich fand das total niedlich, wie er diesen Vogel beobachtet hat. Also habe ich auch Videos aufgenommen, wie Fivey den Vogel beobachtet hat. Ja, nur habe ich dann leider vergessen, mich auszuloggen. Und das bedeutete, ich war an der Oberfläche. Und es wurde Nacht und mich hat ein Phantom weggeklatscht. Ich bin dann 10 Minuten später an den PC wiedergekommen, dachte mir, oh mein Gott, ich bin tot. Und ich dachte, oh mein Gott, all meine Sachen sind weg, weil ich war halt schon ein paar Minuten lang weg. Ich bin schnell zurückgesprintet zu der Stelle, wo ich gestorben bin. Und ich habe Gott sei Dank all meine Items wiedergefunden. Die sind hier in der Kiste. Wegen Safety Reasons, Leute. Aber oh mein Gott, Leute, ich habe meine Sachen wiedergefunden. Ich bin so, so glücklich. Das hätte so in die Hose gehen können. Aber ja, Leute. Das passiert nun mal. Kann durchaus mal passieren. Aber sollte es auf jeden Fall nicht. So, ich glaube, ich baue hier noch so ein bisschen weiter ab. Wir wollen das hier ein bisschen schöner machen. Ich muss, glaube ich, die auch mal fragen, ob das für die in Ordnung wäre, wenn ich so vielleicht die Paulberger Ritterburg so ein bisschen texturiere. Weil ich glaube, das kommt dann auch cool. Wisst ihr? Es würde dann, glaube ich, auch cooler kommen, wenn man das Ganze texturiert. Weil jetzt ist es aus so mainly denselben Blöcken und so ein bisschen Deko fehlt da, glaube ich, auf jeden Fall noch. Ich will ja jetzt niemanden so in sein Werk fuschen. Huch, was ist denn hier los? Ja, hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Dann würde ich sagen, bis hierhin. Wow, das war ein heftiger Donnerschlag. Dann würde ich sagen, bis hierhin können wir das bauen. Das Problem ist, wir haben hier das Problem. Können wir das vielleicht alles zumachen? Ah, das hier mit dem Wasser ist ein bisschen blöd hier. Ja, mit dem Wasser, das ist jetzt ja richtig blöd tatsächlich. Hier ist wahrscheinlich... Nee, okay. Hier kann ich mich noch schön weiterbauen. Ich will mich nämlich ein bisschen in die Höhe bauen. Dann sieht der Schlafsaal auch, glaube ich, ein bisschen cooler aus. Ich finde das voll sweet, dass ich instant einen Schlafsaal bekommen habe. Heidi! Heidi! Ja, Elena, was geht? Was geht? Ich baue hier gerade ein bisschen an meinem Schlafsaal. Und ich habe meine Spawner hier mitgebracht. Warte kurz. Die habe ich. Die habe ich hier hingestellt. Ich wusste nicht, ob die hier hin sollen. Also, ich weiß generell nicht, wo die hin sollen. Deswegen habe ich die da einfach nur abgestellt, weil ich wollte nicht an der Spawner-Farm irgendwie was rumarbeiten. Deswegen habe ich die da hingestellt. Und hier drüben habe ich... Oh, warte. Hier drüben habe ich Netherwarzen schon mal gepflanzt. Wo hast du die denn her, ey? Es gibt eine Netherinsel. Die ist... ich glaube, die ist so in die Richtung. Aber die ist ein bisschen weiter weg.
verstehe. Ja, sehr stolz, sehr cool. Ja, okay. Ich, was machst du gerade eigentlich? Ich weiß nicht. Was machst du denn? Ich baue an meinem Schlafsaal, baue ich gerade. Ah. Ja, ach so, dann würde ich, mal weiterbauen, nicht? Ja, mach das mal. Ich guck's mir mal an, Moment. Ja, ich habe nur ein bisschen was ausgehoben. Ich bin nicht in die Breite gegangen, ich bin nur nach hinten gegangen. Ja, du kannst nicht in die Breite gehen. Ja. Ach so. Aber dann eher so nach da. Am besten nach da, weil da ist MBK und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du auf ihn triffst. Okay. Ich meine, ihr könnt euer Zimmer auch gemeinsam machen, aber ich weiß nicht, ob er das will. Ich weiß nicht. Nee, alles gut. Okay. Ja, du weißt, verstehst mich. Ich verstehe dich. Ja, ja. Tschüssi. Ach ja. Alter, das Gewitter ist so laut. Das ist so crazy. So, ich baue jetzt hier drüben einfach mal so ein bisschen ab. Ah, hier ist dann wieder das Wasser. Das ist ein Problem natürlich. Dann machen wir... Ah, nee, müssen das ja natürlich zumachen. Hätte ich theoretisch auch... Warte. Ja, das mit dem Wasser ist ein bisschen blöd, aber kein Problem für uns. Wir müssen hier das hinmachen. Und hier das einfach ausfüllen. Boah, ich habe diese Boots an. Was? Oha! Dankeschön! Bitte! Juhu! Alter, ich finde IT so lieb. So ein Lieber. So eine liebe, nette Alterbeule. So, dann kann ich was Cooles... Boah, Alter, das Gewitter ist einfach crazy. Dann kann ich was Cooles für meine Wände dahin machen. Das hatte ich sogar eh vor. Ich wollte nämlich so unterschiedliche Wände machen. So, zack, 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 zack. Okay, jetzt sind wir schon mal einen Block in die Höhe gegangen. Und dann versuchen wir... Versuchen wir hier noch einfach weiter in die Höhe zu gehen. Dann müssten wir irgendwo eine Insel mal finden, wo wir Fichte finden. Weil Fichte ist übelst... Ist das beste Holz in ganz Minecraft, Leute. Es gibt kein besseres Holz als Fichte. Da habe ich wieder ein bisschen Wasser. Ich habe hier einen leichten Wasserschaden in meiner Butze. Boah, einen ziemlich krassen Wasserschaden sogar. Das Gewitter ist so laut, es kommt mir so vor, als wäre hier so richtig, als wäre hier so eine Katastrophe gerade. Stellt euch vor, es gibt hier so eine Katastrophe. Oh nee, das hat jetzt meine Spitzhacke. Oh nein, ich glaube, ich habe kein Holz mehr. Oh Mist. Ich glaube, ich muss da ans Holz ran. Ich habe gar kein Holz mehr. Ist hier noch ein bisschen Holz? So. Zack, 4 Baumstämme, die würden mir schon reichen. Zum Glück sind hier hinten die Schlafsäle, weil dann ist das hier nicht so laut. Ich hatte ja doch noch eine Spitzhacke. Lol. Okay, dann bauen wir das hier noch ab. So, das Bett würde ich da hinten aufstellen. Würde ich da, glaube ich, sogar ein zweites Bett dann noch hinmachen. Also müssen wir gleich auf jeden Fall Wolle farmen. Nehmen wir jetzt noch einen höher. Weg gerade. Nee, ich glaube, noch einen höher brauchen wir gar nicht. Aber wir nehmen ja auf jeden Fall das Bett. Bumm, zack. Das kommt hier so hin. Ja, dann können wir das hier so schön in der Mitte platzieren. Das ist sehr gut. Also in die Breite gehen will ich jetzt erstmal nicht. Das kann ich ja noch erweitern später. Das ist dann ja nicht so schlimm. Aber ich bleibe, glaube ich, erstmal so. Dieses Gewitter ist so crazy, Leute. Das ist so crazy. Ich muss da, glaube ich, gleich mal rausschauen, ob da alles in Ordnung ist. Da ist gar nichts in Ordnung. Das ist richtig crazy. Okay, Leute, ich muss mal kurz mich informieren, ob es hier Fichte irgendwo gibt. Also Fichte gibt es hier nicht, aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil theoretisch könnte ich, glaube ich, auch noch mit Eiche leben. Eiche wäre auch noch okay. So, okay, Leute, wir versuchen mal zu unseren Pferden zu kommen. Habe ich überhaupt noch einen Sattel? Oh, ich habe da safe keinen Sattel. Oh, jetzt muss ich wieder einen Sattel holen. Boah, das hier ist voll schön. Oh mein Gott, das hier ist richtig schön. Boah, hier ist so eine richtige Kantine oder sowas. Holy moly. Alter, wir müssen mal für IT richtig viel... Ich glaube, das war IT, oder? Müssen wir für den Jungen richtig viel Holz farmen. Dann brauchen wir jetzt ein neues Pferd. Ihr habt ziemlich viele Vorschläge in die Kommentare geschrieben, wie ich mein Pferd nennen sollte. Und einer hat tatsächlich den Vorschlag gemacht, nenn dein Pferd doch Ferrari. Also wegen Pferd. Diese Boots sind übertrieben schnell, Freunde. Ups. Oh ja, Gunst des Delfins. Jetzt bin ich super schnell. Yibi. So, ich will nämlich kurz zu meinem Pferd, weil ich glaube, wir sind dann schneller, wenn wir mit Pferd unterwegs sind. Oh, theoretisch, ich überlege gerade in meinem Kopf, ob ich auch mit Birke theoretisch
bauen könnte. Weil Birke ist auch starkes Material. Ich liebe alle Arten von Bäumen. Die sind so toll. Bäume sind mein Leben. Bäume sind mein größtes Glücksgefühl. Ich liebe Bäume, wie sie riechen, wie sie schmecken, wie sie sich anfühlen. Ich liebe Bäume. Na, ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob hier diese Birkenbäume auch despawnen. Weil hier sind ja auch noch diese Bienensachen dran. Bienen sind übrigens auch super cool. Und hier drüben müsste meine Pferdefarm sein, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin. Yes, da drüben ist sie. Yippie! Jelinskis Gehöft, bitte nichts klauen. Hier scheint auch niemand gewesen zu sein, weil meine Pferde sind auch gar nicht gewachsen. Nicht ein Millimeter sind die gewachsen. Das auch pushen, indem ich dich fütter? Oh ja. Ey, raus hier. Du bist kein Pferd. Raus hier mit dir. Ja, ich glaube, ich kann die so ein bisschen zum Wachsen bringen. Aber das hier war das OP-Pferd, glaube ich. Komm, wachse. Wachse schneller. Okay, das Pferd hier hat... Das ist gar nicht... Ach so, es hat keinen Sattel. Mann, ich überlege hier gerade kurz eine Nacht zu schlafen. Ja, komm. Alter, meine Boots, die sehen ja übelst nice aus. Das Pferd hat 2 Herzen, das Pferd hat 3 Herzen. Wenn ich die Stats sehen könnte, dann nehme ich erstmal dich als Pferd. Mit goldenem Rossharnisch. Boah, kann auch, glaube ich, extrem hoch springen, das Pferd hier. Strong. Oh nein, das Pferd will mit. Oh. Und jetzt haben wir wieder den Vorteil, dass wir das Pferd überall rufen können. Und dann kommt das überall her. Das hilft mir ganz gut, weil ich muss ja ein bisschen Holz farmen, ein bisschen Kupfer farmen, ein bisschen dies und das. Dann kann das Pferd einfach irgendwo rumlaufen und einfach, wenn ich es brauche, dann kann ich es einfach rufen. Aber diesmal wird es mir hoffentlich nicht passieren, dass das Pferd mir nochmal in Lava fällt. So, wir rufen unser Pferd, das kommt an. Dann müssen wir keinen Meter mehr gehen, dann sind wir viel, viel schneller unterwegs, Freunde. Okay, wir suchen uns immer schön einen kleinen Baum aus, damit wir den auch komplett abholzen können. Wobei das andere despawnt eh nicht. Aber diesmal muss ich auch den Baum tatsächlich entrinden, weil wir brauchen auch ganz viel entrinnetes Holz. Vielleicht noch ein bisschen hier von dem Holz, damit so ein bisschen mehr Textur reinkommt, Freunde. Ah, ein Schaf. Ah, noch mehrere Schafe. Vielleicht wäre das auch ganz praktisch. Und so holzen wir einfach alles ab. Ah, okay, das war's mit meiner Axt. Wir holen mal kurz unser Pferd. Komm mal her, mein lieber Talaon. Ich weiß nicht, ob ich den so nennen soll, Freunde. Okay, Holz. Haben wir Holz genug? Nee, eigentlich nicht. Wir brauchen noch mehr von diesem Eichenholz. Versuchen hier möglichst was vom Baum abzuschaben, ohne irgendwie das irgendwie hässlich zu machen. Ja, wir können auch normale Bäume mitnehmen. Was schmeiße ich weg? Stöcker haben wir gleich genug. So, meine lieben Freunde, wir brauchen jetzt auf jeden Fall, brauchen wir eigentlich auch noch Kupfer. Das wäre cool. Ich glaube, wir graben uns hier einfach mal runter. Ja, wobei, wir können eigentlich unser ganzes Zeug erstmal zurückbringen. Komm her, mein Bursche. Dann bringen wir mal einfach ganz flott unseren ganzen Holzstuff zurück, weil dann haben wir schon mal ein bisschen was für unsere Bude da geschaffen. Und dann könnte ich eventuell noch vielleicht überlegen, ob ich da nicht sogar eine Höhle suche, wo ich letztens einen Spawner gefunden habe. Dann könnte ich den vierten Spawner einfach schon überbringen. Boah, sowas wäre auch schön zur Deko. Na, wenn ich das hier so sehe. Das könnte man auch schön machen. Ich habe sogar hier ein bisschen Kupfer, wie geil. Und das hier wird eh wachsen wie Hulle. Alter, wie schnell das ging. Und guckt euch mal an, wie cool diese Burg aussieht. Die sieht so crazy aus. Das ID, was geht? Na, wir haben dann schon einen Stack Kupfer, Alter. Weil ich habe Bock, was mit Kupfer zu bauen. Ich glaube, das könnte cool kommen. So, hier sind ja tausende Öfen. Hier können wir mal Kupfer reintun. Da können wir mal Kupfer reintun. Da können wir mal Kupfer reintun. Und dort ist gar keine Kohle drin. Upsala. Aber da ist noch was drin. Auch noch ein bisschen was. Alter, das MBK. Jetzt fangen wir hier einfach mal an zu bauen. So. Ich will das hier nicht hinlegen. Ich will das hier nämlich so ein bisschen aufteilen. Moment, muss ich das ein bisschen noch nach vorne ziehen? Aber dann sieht das ziemlich eng aus. Ja, dann machen wir die Wand einfach. Die Wand, das wird eine komplette Kupferwand. Yes, Leute, jetzt haben wir es. Das wird eine komplette Kupferwand. Und hier müssten wir erstmal unser Schild. Kann ich die Kisten so aufsplitten? Yes, die kann ich so aufsplitten. Bam, bam. Müssen wir alles hier mal so ein bisschen nach vorne ziehen, Freunde. Und dann packen wir hier an den Ecken hin auch noch solche Teile. Und dann haben wir hier immer 4 Platz. Alright, zack, zack, zack.
Und dann machen wir hier natürlich auch Fackeln hin. Ah, Leute, endlich bin ich wieder in meinem Element, dem Bauen. 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier das letzte, die letzte Säule hin. Bum, bum, bum. Das hier kann normal Stein bleiben, aber wir sollten auf jeden Fall da unten nochmal so ein bisschen Fundament und sowas reinbringen. Dann sollten wir mit dem Stein, den uns IT gegeben hat, sollten wir hier, oh je, Mini, erstmal diesen Stein austauschen. Oh je, Mini. Man könnte theoretisch auch so einen kleinen Brunnen reinbauen. So, da packen wir hier ganz normal Stein hin. Und hier drüben natürlich auch. Boom, boom, boom. Haben wir noch mehr Kupfer? Ja, da ist tatsächlich noch mehr Kupfer. Also das wäre auf jeden Fall OP. Hier ist sogar noch ein bisschen Gold. So, zack, zack. Und dann machen wir die Rückwand auch aus Kupfer, weil das kommt, glaube ich, cool. So, den Boden. Wie machen wir den Boden? Ich habe das Gefühl, das sieht hier so ein bisschen chaotischer aus als sonst bei mir. Also könnten wir den Boden theoretisch auch anders machen als sonst. So ganz vielen verschiedenen Holzarten, die wir halt haben. Und dann machen wir hier noch relativ viele Zäune und sowas hin, relativ viel Deko, vielleicht auch so ein bisschen Wildwuchs und sowas. Also ich glaube, ich habe da eine coole Idee für. Also wir machen hier so einfach nur solche Sachen hin. Bam, bam. Dann machen wir hier so ein bisschen von den Stämmen was hin. Auch von diesen Stämmen hier. Boom. Dann füllen wir das mit dem auch noch auf. Und ein bisschen von dem hier. Und von dem. Und von dem. Und von dem. Ja, dann sieht das schon ganz schön cool aus. Jetzt gucken wir mal nach dem Kupfer. Ich habe das Gefühl, wir brauchen richtig viel Kupfer. Hier ist auf jeden Fall eine Hexe hinter der Wand. Und wo habe ich die Werkbank hingelegt? Die habe ich. Die muss hier vorne irgendwo stehen. So, dann machen wir unseren ersten Kupferblock. Oh, das wird nie und nimmer reichen. Wir haben 8 Kupferblöcke. Oh Mann, wir brauchen richtig heftig viel Kupfer. Wir können ja erstmal versuchen, das so rein drippen zu lassen. Und ich will auch unbedingt, dass das so oxidiert. Das drippt erstmal so rein, bis wir genügend Kupfer gefunden haben. So sieht das doch schon ziemlich cool aus. Dann würde ich auf jeden Fall noch ein paar Ranken hier drüben hinmachen. Bum, bum. Dann würde ich es, glaube ich, cool finden. Mit welchen Steinen können wir das machen? Oder mit welchem Holz? Mein ganzes Holz ist schon wieder leer. Wir könnten vorerst versuchen, mit so Andesit-Treppen das hier so zu machen. Damit wir hier unsere Kisten sortieren können. Ich glaube, das würde cooler kommen. Ne, wobei, die Werkbank kann ruhig auf dem Boden bleiben. Die kommt, glaube ich, cool. Machen wir hier eine Werkbank hin. Schmiedetisch. Oh, den hatte ich doch auch. So, und dann mache ich daneben noch einen Schmiedetisch, weil der halt einfach matcht. Dann würde ich hier jetzt einfach so eine Wand hinbauen. Zack. Und wir nehmen die Kiste und packen die einfach hier rauf. Ah, dann sieht das schon mal ziemlich nice aus. Dann machen wir unbedingt noch eine Laterne hier rein. Oh, ich liebe Laternen, Leute. Zack, zack. Und jetzt haben wir hier eine wunderschöne Laterne, die wir einfach hier platzieren können. Und dann können wir auch noch am besten hier eine Laterne platzieren. So, dann nehmen wir die Kiste und nehmen die andere Kiste. Boom. Und dann haben wir hier unsere erste Kiste. Und dann können wir hier sogar noch... Upsala. Hallo? Ja, was geht? Ja, was geht? Wie findest du's? Oha, das ist ja mega stark geworden. Ja, ist doch nicht... Echt, dass du jetzt hier bist bei den Rittern. Was? Es freut mich echt, dass du jetzt hier bist bei dem Power der Ritter. Oh ja, danke schön. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Das wird noch cooler. Oh, das glaube ich dir. Auf jeden Fall ein schönes Zimmer. Dankeschön. So, zack, bumm. Dann machen wir hier noch irgendwie Öfen rein. Bam, 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 bam. So, das sieht doch schon mal cool aus. Ey, yo, IT, was geht? Ja, was geht, Max? Oh, was machst du denn heute hier? Ey, IT, heute ist richtig viel geplant. Wir werden heute unseren ersten Angriff als Paulberger Ritter starten. Wie einen Angriff starten? Was meinst du? Ja, ich werde es dir gleich sagen. Und zwar, wir wurden gestern nämlich angegriffen. Ja, oder beziehungsweise einer von uns oder ein Teammitglied wurde angegriffen und da werden wir uns nämlich heute rächen. Und zwar MBK, der hat mir gesagt, dass er angegriffen wurde. Genaueres weiß ich auch noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal mit MBK quatschen und wir müssen auf jeden Fall direkt mal alle Paulberger Ritter zusammentrommeln. Komm mit, IT, wir müssen Elina auch mitnehmen. Ey, Elina! Jo! Wir haben einen Einsatz. Was los? Was los? Wir wurden angegriffen. Oh mein Gott, wer? Einer von wem? Einer hat es gewagt, einen Paulberger Ritter anzugreifen. Und da müssen wir natürlich zusammenstehen und uns direkt rächen. Ja, na klar. Sagen wir, okay, schnapp dir deine Ausrüstung, wir treffen uns vorne. MBK wurde nämlich angegriffen, er wird uns gleich nämlich sagen, worum es geht. Okay. Oh, komm, wir sammeln uns gleich vorne. Let's go, let's go, let's go. Let's go! Wir wurden angegriffen und da vorne ist er auch. MBK! Hallo, was geht?
Bro, ich hab hier schon gesagt, ich hab schon die Ritter zusammengetrommelt. Mhm. Erklär uns mal bitte genau, was gestern passiert ist, wie du angegriffen wurdest. Das Ding ist, ich bin gestern zu Steini gegangen und wollte einfach nur mal so von Ritter zu Ritter sprechen. Mhm. Und Steini hat ja direkt sowas angefangen, so, ja, aber wir sind die Königsritter und ihr seid unsere Arbeiter und so. Ich dachte so, hä? Was? Ja, und dann hat er mich angegriffen mit dem Bogen. Und ich hatte noch ein halbes Herz. Ne? Was? Er hat dich fast gekillt sogar. Ich hatte noch ein halbes Herz, ja. Und ich hab ihn nicht einmal angegriffen, also ich hab nicht einmal zugehauen. Okay, ich sag ehrlich, das wird Rache geben. Ja. Niemand legt sich mit den Paulberger Rittern an. Überlegt auch mal, Jungs, Mädels hier, überlegt mal, was wirft es für ein Licht auf uns, wenn wir das einfach so stehen lassen? Ja, was können wir nicht machen? Würde das so aussagen? Stand ihn sogar online? Ich weiß, wo deren Base ist. Das ist gut. Ja. Dann würde ich sagen, schnappt euch eure Ausrüstung und dann satteln wir auf und reiten direkt rüber und werden das direkt mal klären. Okay. Aber davor, bevor wir losgehen, will ich euch mal noch das neue Update bei der Paulberger Burg zeigen, weil wir sind jetzt fast so weit, dass wir sogar in unsere Burg ziehen können, ja? Weil das ist jetzt so gut wie fertig, die Burg. Oha! Okay, ich muss einmal noch schnell meine Ausrüstung reparieren, dann können wir hochgehen. Checkt auf jeden Fall, dass eure Rüstung repariert ist, dass ihr Goldäpfel dabei habt. Wir müssen auf jeden Fall für alles bereit sein, ja? Es kann sein, dass ich gleich richtig eskaliere. Okay. Okay, Leute, wir müssen ran. Wir müssen ran an den Speck. Wir müssen da ran, da, Leute. Da gibt es keinen Weg drum herum, Leute. Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Das ist auf jeden Fall wahr. Boom, boom. Wir nehmen uns die auf jeden Fall mit. Bam, 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 bam. Und das ganze Zeug hier erstmal können wir hier reinpacken. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf. Hier, das hier mitnehmen zu Obi-Trap. Ey, yo, Eli, machst du noch eine Enderperle? Leider nicht, nee. Okay, trotzdem danke. Bitte. Okay, was ist so eine OP-Sache, die ich mitnehmen könnte? Ich habe keine Enderperle, leider. Ich könnte meine Schutz... Aber ist das jetzt stärker? Schutz, oder? Ich habe ja schon Schutz auf der Hose. Vielleicht kann ich meine anderen Sachen verzaubern. Okay, zack. Paulberger Ritter, wir treffen uns oben bei der Burg. Okay, dann schnappt euch mal alle eure Pferde und dann reiten wir erstmal zur Bergerburg hoch, alles Leute. Alles klar. Und da, oha, wer hat hier so cool gepfiffen gerade, Mann? Die kann man einfach rufen. Herpfeifen? Ja, ja. Ey, Leute, eine coole Sache habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und zwar, wie cool ist das, wenn ich so mache? Paulberger Ritter, Angriff! Oha, das hat sich cool. Okay, ab zur Bergerburg hoch, Leute. Du hast sie weitergebaut, Max, oder wie? Ja, Bro, also die Bergerburg ist jetzt fertig. Es fehlt quasi nur noch die Innenräume. Die müssen noch ausgebaut werden. Okay, okay. Aber ihr könnt mal gerne hochkommen hier. Yo. Zack, zack, zack. Also das Gesamtding ist jetzt hier fertig. Wir haben hier nur noch keinen Weg nach oben. Also wir müssen uns einmal hier mit der Armbrust nach oben schießen am besten. Ja. Oh ja, mit der Armbrust. Hast du keine Armbrust, hast du noch keine? Ich hab noch keine, nee. Ja, warte, ich kann dir eine machen. Hat jemand einen Wassereimer dabei? Dann lass einfach Wasser runter. Ah, warte. Ey. Oh, danke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte, ich kann hier eigentlich... Ah ne, warte, jetzt geht gerade hoch. Ne? Ja, wie cool das aussieht, dass hier auch unsere Pferde so hier in der Burg drin stehen. Ey, das ist ja so nice. Also hier oben, hier in das Haus kommen dann so unsere Beratungsräume rein und sowas, hätte ich gesagt. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Bro, wie viel Zeit hast du investiert? Bro, ich sag Real Talk, ich habe locker 10 Stunden hier in den Burgbau reingesteckt. Das ist echt krass. Das sieht übel krass aus. Also alle Türme sind jetzt hier mittlerweile auch miteinander verbunden. Also das ist hier wirklich eine richtig krasse Verteidigungsanlage. Yo, strong. Vor allem das Ding ist, wenn Leute von vorne angreifen, dann müssen die erstmal so die erste Mauer überlisten und dann können wir so in den zweiten Ring zurück und dann nochmal angreifen. Ja, mega smart. Also das ist schon sehr, sehr krass, die Burg. Aber okay, dann lass uns jetzt mal kurz beraten, wie wir unseren Angriff machen. So. Okay, hier wird später unser Beratungszimmer sein. Okay, dann würde ich sagen, wir sollten uns erstmal jetzt abstimmen, was sollen wir von ihm verlangen? Sollen wir hingehen und sagen, Diamanten als Strafe zahlen? Und wenn er das nicht macht... Ich will auf jeden Fall auch eine Entschuldigung. Oh, genau, eine Entschuldigung und 3 Diamanten Strafe. Ja. Und wenn er das nicht macht, dann gibt's Ärger. Dann gibt es Ärger. Sollen wir direkt wiederkommen? Sollen wir direkt noch TNT mitnehmen? Haben wir was? Ja, klar haben wir TNT. Oha! Ja, ich sag nur so, falls er nicht bezahlt, dann können wir denen vielleicht so einen kleinen Denkzettel hinterlassen. Aber ich sag mal so, deren Base sieht eigentlich so krass aus. Also uns würde TNT mehr wehtun als denen. Und wenn die dann sich im Gegenzug denken, wir machen auch TNT, das wäre nicht schlau. Ja, stimmt auch wieder. Ja, stimmt auch wieder. Aber, Bro, unsere Burg ist halt auch sprengsicher. Was? Bro, weißt du, wie stabil der Stein hier ist? Das hast du dir jetzt erfunden, Max, dass die sprengsicher ist. Nein, die ist sprengsicher. Ja, okay, ja, glaube ich. Oh,
Oder wir gehen hin, wir nehmen denen jetzt ihre Schwarzpulvervorräte weg, dass sie keine TNT haben. Ja. Direkt taktisch. Oh mein Gott, das ist schlau. Wir können, okay, wir machen es so, wir machen es so. Wir verlangen 3 Diamanten Strafe und eine Entschuldigung. Ja. Wenn die das nicht machen, werden wir sie angreifen und ein TNT zünden. Das ist gut, das ist gut. Das ist doch gut. Das ist fair. Ja. Okay, dann wissen wir es ja. Gut, dann würde ich sagen, aufsatteln und ich gehe noch schnell unten in der Base TNT holen. Ja, so. Kannst du zufällig ein Eisen mitnehmen? Ich habe kein Schild dabei. Ja. Ey, wenn ihr alle noch was braucht, dann komm, wir gehen noch mal alle zurück. Lina, du brauchst noch einen Greifhaken. Alle guck mal, in die Base. Guck mal, was ich hier hab. Damit kannst du dir einen craften. Danke schön. Ey, Leute, warte mal, könnt ihr mal bitte, kommt mal alle nebeneinander. Ich will mal, dass wir so zusammen auf unseren Pferden hier stehen. Hey, das ist meins, Alti. Oh mein Gott. Alti, das ist mein Pferd. Nein, das ist meins, Junge. Ah, stimmt, mein Pferd ist weggelaufen. Ah, nee, ich hab's. Elina, hast du noch keinen Diamantharnisch? Nee, ich mein für dein Pferd. Ach so, also den habe ich an euch verschenkt und benutzt. Ach so, ja gut, okay. Ich sag mal so, Elina ist ja auch unser neues Mitglied. Okay, Leute, wir sind die Paulberger Ritter. Oh, jetzt bin ich abgestiegen. Ey, wie krass sehen wir aus, Leute. Lasst dafür uns alle mal ein Like und ein Abo da. Okay, kommt dann nochmal zurück in die Base und dann werden wir angreifen. Also ich hab einen Eisläufer-Harnisch. Ich kann ihn anziehen. Braucht jemand Goldäpfel? Hab ich genug? Ich hab auch genug. Müssen wir übers Wasser reiten oder was? Ich hab auch 7 Stück. Das ist minus 200, minus 200 ist es. Okay, warte, dann zieh ich direkt mal den Harnisch an für Ding, um übers Wasser zu laufen. Hä, was hast du denn für einen anderen Harnisch? Bro, ich hab einen Eisläufer-Harnisch und einen mit Schutz. Mit Schutz? Das geht? Ja, Bro, du kannst dein Pferd natürlich schützen, Junge. Hä? Okay, das ist krass. Ey, das sieht auch wirklich zu nice aus, wie wir hier rumreiten. Ich feier das so. MBK, wie sind die Koordinaten? Minus 200 und minus 200. Minus 200, minus 200. Okay, also die sind so circa 1200 Blöcke entfernt. Das sind halt auch echt unsere Nachbarn, ne? Also ja, die sind also eigentlich echt nicht weit, so 1000 Blöcke. Das reitet man schnell. Okay, wer hat alles Eisläufer? Die mit Eisläufer gehen nach vorne. Ja, ich hab Eisläufer und ich glaube, ja genau. Das ist von wem ist die Base hier? Hä? Steht da? Jaggerman Jensen. Nein. Das ist doch der von SpongeBob. Ja. Aber hier ist nichts, also wurde er geklaut? Nicht füttern. Hä, was ist das hier für eine Base? Weiß es auch nicht. Aber das könnte von Alphastein sein, das ist voll die Noob-Base. Yamis Platz. Ah. Yami. Okay. Wer klaut, soll sich schämen. Oh, ich guck mal kurz in die Kiste schwarz. Okay, Yamis Base auch hier gefunden. Krass. Okay. Okay, komm, dann lass weiter. Also die Eisläufer nach vorne. Genau, aber ich glaube, das ist schon direkt hier um die Ecke irgendwo, ne? Nee, das wir müssen... Doch, hier jetzt nach rechts rum. Minus doch, ja stimmt, minus 200, minus 200. Okay, kurz bevor wir da sind, müssen wir anhalten und uns einen Plan machen, wie wir da jetzt am besten reinstürmen. Wie wir da am besten Zugriff machen. Ja, einfach überrempeln. Mit vier Leuten, ich oder? Ich klopfe und du redest. Minus 200, minus 200. Okay, jetzt noch ein bisschen nach vorne. Oh, okay, ich sehe schon. Wir gehen hier drüben einmal an Land, da vorne, Leute. Genau, das ist wir gehen hier drüben einmal an Land. Da vorne ist die Pyramide von denen. Wir gehen hier drüben einmal an Land. Hä, hätte das jetzt... Sind das Pharaonen? Bro, ich weiß auch nicht, warum die jetzt hier auf einmal eine Pyramide bauen. Das sind die denken, die sind die Königskrieger, sind aber die Pyramidenbrüder oder sowas. Okay. Okay, also ich würde sagen, Leute, wir werden da einfach so ganz entspannt zu viert in Kolonne so angeritten kommen, damit die erstmal direkt Respekt haben. Mhm. Ja, wir müssen es ja nicht direkt eskalieren lassen. Wir können ja erstmal unsere Forderung sagen, was passiert ist. Warte, aber damit es krass aussieht, ziehe ich ja auch mal eine Diamantrüstung noch an. So, zack. Okay, dann würde ich sagen, Paulberger Ritter, let's go. Oh, let's go. So gespannt, was er sagt, ne? Okay, wir stürmen jetzt. Wir stürmen jetzt hier. Oh nein. Stani, wo bist du? Boah, ey, soll ich direkt mal TNT hier hin platzieren, damit er direkt weiß, was abgeht? Ja, mach. Okay, das ist gute Idee. So. Und wenn er hier uns zu nahe kommt, dann gibt's hier Ärger, Junge. So. Er schreibt runter mit den Pferden von der Pyramide. Wo ist er denn? Er beobachtet uns. Da hinten. Ey, der sieht uns, ne? Der sieht uns. Komm her, sonst knallt. Guck mal, wie er sich nicht traut, Stani. Guck mal, wie er sich nicht traut da hinten. Wie er sich nicht traut, der kleine Noob. Hat Angst vor Max, den Paulberger Rittern. Ich hab dich verbessert. Ja, okay, danke. Im Chat, bitte. Ja, jetzt sieht's anders aus, ne? So. Komm an den Fuß der Pyramide. Bleib stehen. Bleib da stehen oder wir zünden TNT hier. Hä? Stani, Jungs, umstellt ihn. Hey. So. Schön stehen bleiben. Alter!
Schön stehen bleiben. TNT weg, Junge! Wir werden sonst das TNT zünden. Bleib mal ganz locker, Junge. Stani, mein Freund, was war das denn mit gestern? Ja, sag mal Stani, ganz kurz bitte. Wenn du dich mit einem Paulberger Ritter anlegst, legst du dich mit allen an. Ja, Bro, Hier sind deine Arbeiter, sieht gerade nicht so aus, mein Freund. Ich hab mich doch gar nicht mit euch angelegt, Mann. MBK hat erzählt, du hättest uns deine Arbeiter genannt und hast ihn bis auf ein halbes Herz runter angegriffen. Ja. Ich hab ihn gar nicht angegriffen, er ist weggegriffen. Du hast mich angegriffen, nein, du hast mit dem Bogen geschossen. Ja. Willst du jetzt unterstellen, dass wir auch noch lügen, wir Paulberger Ritter? Also ich sag mal so, guck mal, wir sind ja die Königskrieger und ihr seid ja einfach nur... Halt, okay, Ritter. Ich zünde. Paulberger Ritter. Oh. Nein, stopp. Dann nimm das zurück. Ich sag's mal so. Weißt du was, Stani, mir geht's nicht darum, was du gesagt hast, sondern mir geht's darum, dass du einen von uns angegriffen hast. Und wir werden nicht angegriffen. Junge, ich hab ihn doch gar nicht angegriffen. Ich hätte ihn platt machen können, wenn ich wollen würde. Du hast mich angegriffen. Ja, ich hätte mich auch wehren können. Ich war mit einer Eisenrüstung da, du mit Diamant. Und du hast mich geschossen mit dem Bogen. Bro, ich hätte dich locker platt machen können, wenn ich wollen würde. Okay, und warum hast du ihn überhaupt angegriffen? Ich hab ihn gar nicht angegriffen, er ist weggefahren, hat eine große Klappe gehabt. Nein, das stimmt nicht. Jetzt lügst du Max noch ins Gesicht. Du hast eine große Klappe gehabt, da hab ich aus Spaß einen Schuss hinterher gemacht. Max, er lügt dir so ins Gesicht, das ist krass. Also wirklich. Aha, okay, das ist Aussage gegen Aussage jetzt. Aber trotzdem hast du ihn angegriffen. Richtig. Ja, und wir werden nicht angegriffen. Okay. Und deshalb will MBK... eine Entschuldigung von dir haben. Stani, ich möchte eine Entschuldigung jetzt. Du entschuldigst dich jetzt hier, dass du einen von uns angegriffen hast. Nein. Jetzt nuschelt er. Nein. Was? Stani, ich möchte, dass du sagst, MBK, es tut mir leid. Nein. Sag's richtig, Stani. Bro, aber dann soll er sich bei mir auch entschuldigen. Ich hab nichts gemacht. Was hast du gemacht, MBK? Guck mal, Leute, Bro, ich war erst... Er hat gesagt, diesen Nachmacher von euch und so. Hä, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, ihr seid die Königsritter. Die Königsritter seid ihr. Auf eurer Insel könnt ihr sein, was ihr wollt. Und dann hast du gesagt, ihr seid unsere Arbeiter. Und das war das, wo ich dann frech wurde. Wir sind eure Arbeiter. Na gut. Das Ding ich möchte jetzt eine Entschuldigung. Also, da gibt's doch gar nichts zu diskutieren. Eine Entschuldigung muss sein. Ja, was, wenn ich mich nicht entschuldige? Dann Diamantenstrafe. Entschuldigung oder 3-Dia-Strafe. Niemand will mich entschuldigen! Stani, wenn du abhaust, dann werden wir jetzt hier TNT zünden. Das war ein guter Abgang, Stani. Stani, bleib hier! Bro! Oh mein, okay, Steine oder wir schießen. Bro, was? Armbrust weg. Armbrust weg. Ja, Steine, das muss hier nicht eskalieren. Entschuldig dich doch einfach, dass du ihn angegriffen hast. Ich will... Nein. MBK, es tut mir leid, möchte ich hören. Lassen wir das gelten. Alles gut, Stani. Wir wollen ja hier keinen Streit haben, aber also, wir werden hier nicht angegriffen. Ihr müsst jetzt hier zu dir kommen, um gegen einen zu kämpfen. Ich hätte auch alleine kommen können und dich platt machen können. Ich dachte eigentlich, die Paulberger Ritter sind ehrenvoll. Wir sind aber auch ehrenvoll. Wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Ja, einer für alle für einen. Genau. So. Wir lassen es jetzt hier mal bei einer mündlichen Verwarnung, aber wenn nochmal sowas kommt, gibt's Ärger, Stani. Ja, ich muss die Blöcke wieder mitnehmen. Deswegen, also finde ich auch sehr interessant, MBK kommt hier in unserem Gebiet und muckt auf und ich soll nicht Nein, wir haben uns, wir wollten uns treffen. Wir wollten uns treffen, ich bin du nicht eingedrungen. Du hast mir geschrieben. Deine Entschuldigung reicht mir, alles gut, Baby. Ja, denn bitte mit euren Gaulen jetzt mal hier von meiner Pyramide weg. Geht mal zu eurem Cobblestone-Gebilde wieder. Bro, okay, nein. Okay. Wie hast du die Bergerburg gerade genannt? Ich bin weg, Alter! Es sieht wieder so aussehen wie eben gerade, oder? Ist er schlecht. Bro, ist er schlecht. Ich hau ab, Alter! So. Ja, jetzt zum vierten Mal! Ihr seid für mich die Cobblestone-Krieger. Mehr seid ihr für mich nicht, Alter. Ja, okay, das, ne? Die Leine, Junge. Okay. Gut, aber okay, ihr habt das gesehen, das war der Beweis, dass er angefangen hatte. Er hat schon wieder angefangen. Ja, ich glaub dir das, MBK. Alles gut, aber ich sag mal so, er war ja mehr oder weniger einsichtig. Ich habe jetzt mal von der Diamantenstrafe abgesehen. So. Das ist deren Base.
Bro, er sagt zu uns Cobblestone-Bunker ja. Und vergleicht unsere Burg mit Sandkastenritter. Bro, ich würde das maximal als einen Schandfleck hier bezeichnen. Boah. Okay, das hast du jetzt gesagt, Max. Das ist maximal ein Schandfleck. Aber MBK, wir haben noch einen weiteren Programmpunkt heute. Und zwar, ja. Wir haben noch ein weiteres Treffen. Es wollte sich heute Chaosflo mit mir treffen. Chaosflo, aha. Ja. Hat er schon gesagt, was er will, oder? Nee, noch gar, also keine Ahnung. Eigentlich waren wir auch relativ gut. Okay, aber Chaosflo, ich sag so, müssen wir auch aufpassen, ist auch sehr, sehr mächtig in Minecraft. Der ist auf jeden Fall gut im PvP. Ja, Stahl ist ja eine halbe Portion, das ist ja... Müssen wir auch aufpassen. Wir können ja, Leute, lasst uns mal zurück in die Base reiten und dann besprechen wir mal, wie wir das mit Chaosflo machen. Okay. Okay. Weg mit euer Chaos. Ey, das ist so krass. So, komm, alle zurück in die Base, let's go. Ja, was ist das denn hier? OP-Base. Alphastein. Hat das Stani gebaut, oder? Alphasteins Base. Was ist da? Wir haben verfolgt. Hä? Ja, ist das Bro, also das Stani, jetzt wird es lächerlich. Jetzt, also Bro. Stani, guck mal. Stani, ja, lass ihn laufen, oder? Ja. Also, guck mal. Der hat schon genug Probleme mit den Monstern. Aber wie auch? Lass ihn einfach. Okay, komm, lass mal zurück in die Base. Okay. Also das war auf jeden Fall gerade eben schon sehr gut gewesen. MBK ist komplett gemutet, Bro. Ja. So, perfekt. Ja. Also auf jeden Fall gerade schon sehr gut Informationen geritten, aber für unseren nächsten Auftrag, wenn wir uns mit Chaosflo treffen, ich glaube, da müssen wir das ein bisschen anders angehen, weil Chaosflo will sich mit MBK treffen und vielleicht ist das ja auch eine Falle von ihm, wir wissen es nicht, weil er wollte sich ja mit ihm alleine treffen. Das heißt, wir werden das am besten so machen, dass wir MBK ganz normal vorschicken und wir werden das Ganze belauschen. Was ist denn, wenn ich ihn hierher einlade? Also jetzt aber nicht in unsere Geheimbase. Nee, nein, natürlich. Max, bitte. Okay. Ja, okay. Also nach oben zu Burg, dann treffe ich mich mit ihm vor der Burg und ihr seid dann einfach in der Burg irgendwo verteilt, alle. Ja, das ist ein starker Call. Idee. Dann treff dich dann, genau, sei mit ihm unten und wir sind dann links und rechts überall verteilt. Und wenn er dann Faxen macht, können wir so Bogen direkt auf ihn von allen Seiten. Ja, aber ihr müsst euch anfangs verstecken, weil wenn er mit dem Greifhaken kommt oder von oben kommt, dann sieht er das. Ja, wir müssen auf jeden Fall versteckt irgendwo sein. Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns das so machen. Dann werde ich mich dann mit ihm treffen gleich und dann. Okay, gut. Dann lasst jetzt noch kurz abwarten, bis das Treffen ist und dann treffen wir uns hier wieder. Okay, ja, kurz davor. Klar. Okay, Leute, dann bis gleich. Bis gleich. Alter, meine Folge hat auf einmal eine richtig krasse Wendung gemacht. Von ich will meine Base ein bisschen ausbauen zu wir sprechen mit Stani, weil der uns angegriffen hat. Das ist crazy. Ist auch schon ein bisschen oxidiert. Das ist sehr, sehr cool. Das hier ist meine Base bisher. Die ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Aber die wird auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich cool, wenn hier überall Kupfer ist, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns morgen. Ciao. Ja, die Faxen am Start und alle gehen.